wieder zum Indianer. Weg von Arizona und hin zur Nordseeküste. Hier ist das Stimmungsduo Klaus und Klaus zu Hause. Sie wissen schon, Klingelingeling, hier kommt der Eiermann und so. Damit ist es jetzt aber vorbei, denn der kleine Klaus hat den dicken Klaus verlassen. Jetzt muss ein Nachfolger her. In der engsten Wahl sind aber nicht nur Nordlichter, sondern auch Lenny aus Essen. Birgit Rother stellt Ihnen Lenny vor. Singen, schunkeln und gleichzeitig klatschen, keine Frage. Unser Lenny aus dem Ruhrpott hat alles drauf, um der neue Klaus zu werden. Lampenfieber ist für diesen Mann ein Fremdwort, denn schließlich ist er mit seiner Top-Single Lena Land auf, Land ab ein Begriff. Jeder kennt ihn, jeder schätzt ihn, zumindest in seiner Stammkneipe. Achtung, wie heißt die Olle? Lena, alle verrückt nach dir. Es ist einfach nicht zu leugnen. Lenny, die Stimmungskanone, trifft mit seiner Musik den Nerv der Menschen im Ruhrgebiet ganz genau. Aber gelingt ihm auch der große Wurf, wird er tatsächlich der kleine Klaus? Lenny ist davon fest überzeugt und übt und übt und übt immer wieder das Nordseelied. Für seine Kumpel aus der Essener Nordstadt besteht kein Zweifel. Oben an der Küste wird ihr Lenny ein ganz, ganz großer. Er hat sehr viel Temperament, ist lustig, ist immer voll in Action und wir mögen ihn alle hier. Ja, wo Lenny auftritt, ist Stimmung. Und wo Klaus auftritt, ist auch Stimmung. Also passen sie beide gut zusammen. Vor allem hat er auch die Figur, wie der Torfrocker gehabt hat, sagen wir mal. Kann er ihm auch mal um den Arm springen, wie er das schon mal gemacht hat. Und ich denke, dass die beiden ganz gut harmonieren. Mag sein, aber die Harmonie ist nur eine Sache, das Quäntchen Glück zur rechten Zeit eine andere. Nun, ich habe aber keinen Einfluss drauf. Ich muss die ganze Sache jetzt auf mich zukommen lassen. Wie die Sache sich entwickelt, ich weiß es nicht. Ich hoffe zu meinen Gunsten, aber ob es dann halt so wird, abwarten. Und Tee trinken. Entschuldigung, Bier trinken. Dirk Müller für den Sat.1 Regionalreport NRW. Und Verse mal nach Herne, dann geh in den Giesenberg. Denn da ist richtig Action, ja da freut sich dein Herz. Und wilde Tiere gucken, dann muss er nach Duisburg in Zoo. Da gibt es so viel Viecher, die Augen werden groß. Ja, im Kohlenpott, da ist es schön, da wo der Kumpel mit sein Frau spazieren geht.